indem wir einfach irgendwelche Dinge, ne, irgendwelche Emojis genommen haben, Farbkasten hinterher. Und es funktioniert. Was passiert denn, wenn du irgendjemand was schickst? Dann wird das bei. Sieht das als eins. Wenn du es mit schwarzer Farbe hinterher passt, dann ist es halt schwarzer Daumen auch. Aber das ist bei uns mittlerweile so ein Meme geworden. Das ist immer so. Aber Jo, hat's ja was mit Hautfarbe zu tun. Ja, aber ich hab keine Ahnung, weil ich hab keinen Bock. Gefühlt ist es ein bisschen mit Fleisch und dann noch. Ich würde gerne wissen, was du Straws in meinem. Ich hab's bei gesehen. Ja, was Beste, Dünste, was ist die Junge? Ich kann auch andere Sachen. Was soll ich denn Straw holen? Okay. Ja, Mann. In welcher Runde kommen wir wieder auf Platz 1? Dann machst du einfach von 1 bis 380 oder so. Das ist viel zu on-topic. Ich trinke eigentlich kaum Energy Drinks, nehme ich zum Beispiel. Für den Fall, du hast ja gesagt, es gibt einen Kaffee, aber ich dachte halt für den Fall. Kein Kaffee. Ja komm, in welchem Haushalt gibt es keinen Kaffee? Ich hab keinen Kaffee. Aber gut, bei mir ist auch Kaffee. Was ist denn da oben der Tisch, die du? Schippen Tomaten. Nee, da ist irgendwas in Folie gepackt, das ist diese Bubble-Folie. So, okay, das ist. Ausbau Tischplatte. Ja, haben wir auch noch. Die kenne ich nicht, Schakalaka. Das macht ja Holz. Soll ein weniger, das Beste, was gibt. Ja, außerhalb des Mikrobereichs. Ja, nicht so wie Kisten. Das ist ja nicht so. Ja, ich war bei dieser Scheiße Kaiser, der liegt auf dem Weg. Edeka oder so. Jetzt soll er weniger fressen. Jo, erster Gang. Also, das ist ja, ne? Runde 18 und 17, siehst du? Wie knapp die ja, an? Ey. Kam schon ziemlich krass dran. Ohne Witz, ich könnte, wenn das Interesse besteht, ist natürlich nochmal ein bisschen extra Aufwand, ja. Entweder in meinem Zimmer, wobei das ist halt gerade total Umbruch, ja. Da könnte man auch irgendwie immer, ne? Durchaus PS4 Rocket League aufbauen. Aber also nur wenn du Lust hast, halt aufzubauen, ne? Also. Ja. Aber nur wenn ihr trotzdem einen abstrebt, der Statistik führt. Ansonsten ist Chat Statistik führen. Ich erfahre alles gleichzeitig. Ah, nur da warten. Ja, wir haben es ja alles auf Video, ja. Aber ich hätte jetzt keinen Bock, mir 24 Stunden anzugucken. Und normalerweise kannst du auch Wiederholungen speichern in GT, aber bei 24 Stunden Rennen sind die so groß, dass es nicht geht. Mhm. Dann hört er irgendwie vor der Hälfte noch auf. Tja, da fragt man sich schon, jetzt wo GT Sport verschoben wurde, ne? Ja, warum habe ich mir G29 geholt? Musst du refunden. Ja. Ey, meine Grafikkarte nach Amazon Koyoke zurück hat schon 17 Euro gekostet. Ne? Das ist größer und schwerer. Ach, das ist auch aus dem Ausland? Ja, das war super günstig da. Ja. Für 160 dachte ich mir, ey, kannst du machen. Auch wenn ich eigentlich Logitechs Lenkrad sparte und das Lenkrad halt schon dafür hasse, dass es exakt das gleiche ist wie das Kackteil, ja. Mhm. So, das ist praktisch kein technischer Fortschritt, sie haben noch die Schalteinheit weggenommen und den Preis erhöht. Was? Ja, und dann so, oh ja, das läuft auf PS4 und das, na, das können wir nicht lauffähig machen auf PS4. Ja.
Aber so für 160 ist 100 Euro. Du bist ein dummer Wagen. Ist 100 Euro günstiger als das nächste? Jetzt sind die Reifen tot. Ja, stimmt, das ist echt klar. Kannst du da nicht wieder den Antrieb auf X legen? Ja, könnte. Willst du? Können wir machen. Boah, ich meine, bei mir war es ja auch knapp und es hat noch gerade so gereicht. Wir könnten halt auch generell die Bremsballons vorne noch ein bisschen rausnehmen. Dass wir es irgendwie auf 7-10 packen oder so. Ich habe mir gedacht, ein Fahrrad stellt man im Auto schön 250 km/h und schaltet dann auch das an. Ja, Formel 1 kannst du auch so einstellen. Ja, sicher. Ich habe erfolgreich anderthalb Stunden den Abstand vergrößert. Erfolgreich? Nicht so schlecht. Willst du gleich. Also, die Reifen sehen ja nicht gut aus, offensichtlich. Mhm. Ja. Hart-weich testen. Können wir machen. Okay. Dann kannst du das schon mal einfahren. Wir fahren jetzt gleich in die zweite in dieser Runde. Danach haben wir. Hinten reicht weit. Jetzt hier am Ende, oder? Boxenstopp kommt am Ende dieser Runde. Der Eintrag für Boxenstopp kommt bei dieser. Bei der Anfang der nächsten, oder? Das ist erst richtig eingetragen. Sein, dass das Interface anders ist als bei mir? Ja. Jetzt ist es mir erst aufgefallen. Ich sehe nur die Ansicht. Ja, das ist echt hart. Es gibt wirklich keine geile Pizza ohne die Sucuk oder dieser Mann gewesen. Weißt du, es gibt eine Sucuk-Pizza, ne? Ja, aber die ist richtig geil. Es gibt kein Salvatore, das ist richtig geil. Ja, wow. Weißt du, da sind drei Sachen drauf. Eins davon ist Sucuk. Ja. Das ist ja, nicht so, als wäre das was mit 10 Zutaten und das Sucuk ist kaputt machen. Aber Sucuk kommt jetzt eigentlich kaputt. Ich will hier Sucuk, da Sucuk. Also, ich will Sucuk, also, weißt du, was ich meine? Komm, zeig an. Die Karre. Ist wie so ein. Kennt ihr den Gumpert Alpollo? Schneller, schneller, Renhard. Renhard. Nein, nicht da. Na. Vorne. Nein. Schnell. Ja. Ja. Oh, der Wagen von vorne sieht aus wie dieser. Ja, ich hab die Bande nicht mehr berührt. Nee. Boah, wie der Wagen aussieht, ey. Überall schwarz. Was auf dem Dach. Stimmt, der war mal Gold. Und die machen wieder ihre coolen Moves. Also der wollte, dass er 84 damals. Dann haben wir ja wieder 16 Tage. Der trifft nicht mal der sich raus. Was ist das denn? Wir überholen mich wieder. Ich wollte gerade sagen, zwei sind gerade vorbeigefahren. Ey. Die kriegen jetzt auf die Fresse. Da hinten sind noch mehr, die können schon auch kriegen. Uiuiui. Warum stimmt einer vom Boxenstuhl? Ein bisschen Benzin oder einen Reifen gekippt. Thank you.
Der neue Golf GT. Ich habe auch nicht mehr. Ne? Boah, dann ist er dumm. Also Pizzabrötchen sind schon ein geiler Shit. Ja, vor allem die untersten, ne? Hast du mal gehört? Das ist alle geil. Mein Jam. Schau dir beide auf. Den habe ich doch gerade vorhin neu geholt. Ja, der Boxenstopp. Ja, er verbraucht halt keine Reifen. Fahr den mal so heftig in die Kerne, dass der auch einen Boxenstopp braucht. Was hat der? Oh, nice. Ich hab eine noch bessere Idee, wir machen das umgekehrt. Ja, wir sehen, dass neben uns noch einer in die Box will und wir drängen ihn einfach so raus, dass er gegen geht. Ja, geht das? Stimmt. Ja, frag mal Mika. Was hat er mit mir gemacht? Ja gut, online, aber ja, dann was geht. Ja. Nee, ich wollte mich da schon sehr aggressiv reinbringen. Aber ich hätte schon Platz gehabt. Aber ich wollte mich schon sehr aggressiv reinbringen. Bestimmt bewegen sich die Bots da einfach durch die Bank dabei. Nee, ich glaube nicht. Kollision aus. Die fahren dann wirklich dagegen und so. Okay. Hast du den ausgemacht, den Spiegel? Der ist nicht drin. Bei Ach, bei der Ansicht ist er nicht. Hat mich auch ein bisschen verwundert. Aber man kann ihn jetzt halt zurückrufen. Nein, welche Taste ist zurückrufen? Ah, oh, hab ich ein paar Mal gedrückt, ne? Links oben. Ja, kennst du das? Ach. Das stimmt, wo ich das Lenkrad an den falsch rufe. Ja, eine große Margarita, was zu tun. Das würde 5 Euro kosten, wenn der große Sülle kostet 7 Euro. Also ich bin schon pissig, dass ich heute schiebe, weil er verpasst hat in der Uni, ne? Aber das dauert jetzt so mega lang, bis der wiederkommt. Der Chicken bei der Uni. Kommt aus Montreal. Ja, vielleicht gibt's ja morgen die Reste. Also wenn es noch einen Chickenburger gibt, ne, ich hätte nur 3. Ich bring so viele mit, ne? Ich kauf dir alle Reste an. Ey, ohne Witz, wenn ich Chickenburger habe, einen Tumor. Ja, das ist super dumm, verlasse. So ein Tablett, startest du ja. Wer Abwechslung haben will, zum Workout und so unten noch Voll nice. Körperpflege ist natürlich auch jederzeit drin. Donnerstag erstmal Chicken Fingers drin. Nicht. Chicken Fingers 1,80, war das schon klar, oder? Die haben mal 1,20 gekostet. Ja, ne, ich meine auch. Die sind aber besser geworden. Was für ein besser? Keine Ahnung. Ich weiß, dass der 1,20 kann, da war die von trocken geworden. Okay, sie fallen. Der fällt nicht nach der Mühlstrafe. Nachdem die Katze und deine 50 Worte sind. Ja. Kannst du nicht sagen, Java, Java, C, C++, Haskell, Prolog, Ruby, JavaScript natürlich. Prolog ist so eine geile Sprache. So eins geiles Sprache. Ein geile Sprache. Da fasse ich mich immer abends im Bett dazu an. Oh ja. Oh ja. Keine Objektorientierung. Oh. Erstmal. Ja. Jetzt mal ein paar Fakten runterschreiben. Hier noch eine Regel! Aber Haskell ist auch schon geil, ne? Ja, natürlich, alles was nicht imperativ ist, ist geil. Ey. Ja? Wer ist denn? Ich weiß nicht, wer mit dir. Ja, aber du hast ihn doch angeschrieben und dann also hast du ihn explizit angeschrieben. Ja. Ja, weil die haben mir halt die vier Namen genannt und sagten, ey, yo, schreib nicht an den Lehrstuhl,